Mein Name ist Peter Häfliger. Ich bin Kranfahrer bei der Firma Welti-Furrer in der Schweiz. Wir befinden uns im Gebiet Griessee in der Schweiz in der Nähe vom Nufenenpass auf 2475 Metern. Wir sind daran, eine Enercon E-70 zu montieren mit Nabenhöhe 83 Meter. Die Schwierigkeit vom Gelände her war, die Teile hier hochzubringen. Wir haben uns für das Gerät TC 2800-1 entschieden, weil es der einzige Kran ist, der das bewältigen kann auf Pneus. Mein Name ist Martin Strohmeier, ich bin Bauingenieur. Ich arbeite für die Firma Swisswinds Development in der Schweiz. Wir bauen unsere erste Anlage in dieser Höhe. Wir haben eine E70 von Enercon mit einer Nabenhöhe von 83 Metern. Die Besonderheit an diesem Standort liegt in seiner Höhe, damit bedingt aber auch in den klimatischen Verhältnissen dieses Platzes. Und ganz besonders an diesem Platz sind die räumlichen Verhältnisse. Wir haben hier sehr enge Kurvenradien, wir haben sehr steile Steigungen. Und wir haben sehr wenig Platz gehabt für den T-Rex TC 2800-1. Im Moment wird er aufgestellt auf einer Grundfläche von 15 x 15 Metern.